So, jetzt geht's los. Wir holen uns unseren Nordbogen. Er sucht auf jeden Fall schon mal nach uns. Und das Pferd ist natürlich super hier, wenn man es hier stehen lässt. Wie fliegst du auch, Drache? Wie soll man dich da treffen? Hm? Ich bin Salokmir. Hört meine Stimme und verzweifelt. Komm. Wow. Was macht er mit seinem Schwanz da? Ach ja, wir kämpfen gegen Drachen übrigens. Ich habe ja in der letzten Folge... Aua! Nein, ich habe den falschen... Magie... Unerbittliche Macht, bitte, ja? Na? Wie soll ich gegen den Drachen kämpfen? Mit einem Stealth-Charakter. Aua, und schießen. Und. Mein Gebieter Alduin wünscht euren Tod. Ich erfülle seinen Wunsch mit. Okay, aber nein, du erfüllst nicht meinen Wunsch. Ich trinke nämlich noch etwas. So. Komm runter. Oh Mann, wieso haut der immer so schnell wieder ab? Tut mir leid, dass es jetzt etwas länger dauert, aber... Boah, der Drache fliegt auch saukomisch. Der vielleicht eine andere Käferzone am Kopf? Ja, wahrscheinlich. Nix? Ihr habt es geschafft? Ja. Wartet, etwas geht da vor sich. Ihr Götter im Himmel. Der Drache verbrennt. Ein Eisdrache. Also wirklich? Okay, scheinbar nehme ich es tatsächlich in mir auf. Gut, ich habe eine Drachenseele aufgenommen. Wie toll! Es stimmt, nicht wahr? Ihr seid wirklich ein Drachenblut. Ja, aber erstmal, bevor ihr weiterredet, hole ich mir meine bescheuerten Knochen und so weiter drin. Schlagende Rüstung baue ich nicht. Gold, ja, ja. So, was willst du mir sagen? Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Ja, das tust du. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Gut, dann als erstes. Wer seid ihr und ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Gut. Was wisst ihr über die Urkelle? Gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr,
diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Das ist natürlich doof. Ich habe diesen Drachen der Fliegenfahrt schon mal gesehen. Wirklich? Wo? Er hat Helgen angegriffen. Stimmt. Er stimmt. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ja, ich würde sagen, der alte Drache. Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Schade. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute. Gut. Und wie alt bist du? Denn wenn die sagt, 200 Jahre danach suchen. Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Genau, das ist die gute Frage. Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Wer ist das? Nichts Handfestes, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon? Genau, wieso? Nichts Handfestes, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es nicht... Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Und nun greifen... Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon? Gut. Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Schade. So. Wir müssen herausfinden, ob die Talmoor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Wir müssen irgendwie in die Botschaft der Talmoor gelangen. Ja, und wie kommen wir dahin? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Gut. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Gut. Also ich kann nicht mehr laufen, weil ich zu viel dabei habe. Schade. Dann müssen wir was abwerfen. Und zwar... Gewicht 25. Genau, die lassen wir mal fallen. Nordbogen nehmen wir auf und dann geht alles wieder. Gut. Ja, jetzt ist hier auch ein etwas größerer Krater drin. Also gibt es einen Drachen, der alle anderen aufwecken kann. So wie ich das jetzt verstanden habe. Was natürlich nicht sehr auerprickelnd ist. Aber ich würde sagen, ich gucke jetzt als erstes mal Windhelm an. Okay, dann haben wir den noch nicht entdeckt. Dann können wir zumindest zu den Stellen reisen. Das würde ja gehen. Und wir gucken in Windhelm einfach mal nach. Nach was gucken wir denn? Ich weiß noch nicht, nach was wir gucken sollten. Ich glaube, wir gucken einfach mal nach
Ein Verkaufshändler, genau. So, Pferdchen. Du bleibst hier. Ich gehe da rein. Komm, lade, du Ladezeit. Mach etwas schneller. Ihr kommt hierher, wo niemand geht euch will. Doch. Esst uns alles weg, verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey, vielleicht helfen diese Gau heute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Vielleicht statten wir euch heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Hasst ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Eigentlich nicht. Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Gut. Manche Nord suchen nach allen nur erdenklichen Gründen, um uns verachten zu können. Und sie hassen nicht nur die Dunkelelfen. Auch die Argonier haben sie im Visier. Eigentlich ist für sie jeder Nicht-Nord freiwillig. Das ist natürlich dumm. Das ist nichts Neues. Den meisten Nord in Windhelm sind wir egal. Aber Rolf ist bei Weitem der Schlimmste. Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Gut. Passt auf euch auf. Was ist denn Könnt mit dir? Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau entbehren, mein Herr? Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Die Götter erfreuen sich an einer barmherzigen Seele. Okay. Gut, dann gucken wir einfach mal hier in diesem Bezirk nach. Haus der Kuriositäten. Okay, der hat scheinbar nur morgens auf. Ja, schlafen wir mal so ein paar Stunden. Ich glaube, wir müssen etwas länger ausruhen. Nehmen wir mal nochmal so 3 Stunden drauf. Nein. Hallo? Wieso kann ich da nicht rein, wenn da steht? Aus der Kuriosität. Krieg ist alles andere als glorreich. Warte ich mal noch eine Stunde. Ha, jetzt kann ich rein. Gut. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch? Meine Schwester und ich sind früher durch die Welt gereist, um unsere Sammlung zusammenzustellen. Ach, was haben wir für Abenteuer erlebt? Willkommen im Haus der Kuriositäten. Ich biete für wenige Münzen eine Führung an. Ihr könnt euch aber auch selbst nach Belieben umsehen. Eine sehr anregende Unterhaltung. Bis zum nächsten Mal. Eisenbarren, kleiner Seelenstein. Okay, also man kann sich hier sehr, sehr schnell unbeliebt machen. Scheinbar. Ich wollte eigentlich fragen, ob die hier irgendwie was verkaufen können. Mir ist, es macht mir zu schaffen, dass heutzutage weniger Leute nach Windhelm kommen. Gut, dann hauen wir hier ab und gucken im nächsten. Hallo? Habt ihr schon gehört? Es gab noch einen Drachenangriff. Dieses Mal auf. Ja, ich weiß. Oh, das weiß ich nicht. Schade. So,
Nach Himmelsrand möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich nur einen Verkäufer finden. Auf euch wird Ulfric hören. Ich dachte... Gebrauchtwaren. Ihr habt ja gesehen, wie wir leben. Verengte Gassen, heruntergekommene... Okay, egal. Meine Waren sind alle rechtmäßig, was ich von manch anderen nicht sagen kann. Gut, habt ihr was zu verkaufen? Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Schön, dann lass ich mal hier so ein bisschen was verkaufen. Nord kriegt Axt, Streitaxt. Kaiserliches Schwert kann weg. Ein Stahldolch haben wir, gut, dann kann die Stahlkriegsaxt auch weg. Was haben wir noch? Eine Fellrüstung, Fellstiefel, kaiserliche Schienen, nein. Nubizenrunde der Veränderung. Nein. Das kann auch weg. So, Totenbeschwörerrobe. Ja. Ich würde sagen, das behalte ich mal. Falls wir irgendwas benutzen davon. So, Gifte und Tränke lasse ich mal alle hier. Das auch. Das auch. Auch, Zauberspruch Funken haben wir schon gelernt, kann weg. Ja. Totenschädel. Der Krug kann auf jeden Fall weg. Drachenknochen können weg. Ja. Gut, dann, Oh. Schmuckstücke, Krimskram, solche Sachen. Gut, dann zeig mir mal, was du hast. Eisenkriegshammer, nein. Streitkolben brauche ich nicht. Orkische Pfeile. Stahlpfeile. Ach, die sind so wertvoll. Stahlschwert habe ich selber. Es ist schwer. Es ist leicht. Nein. Halskette der Blitzresistent. Was für ein Wert. Kaiserliche Armschienen? Nein. Kupferdiadem Mondstein? Nein. Pelzarmschienen? Nein. Schwarze Magierrobe brauche ich jetzt nicht. Schwarze Robe brauche ich auch nicht. Silberner Granatring. Nein, brauche ich alles nicht. Habt ihr vielleicht ein bisschen Wundertuch der Gesundheit? Ne, brauche ich auch nicht. Aber der kleinen Heilung könnte ich was nehmen. So, hier haben wir eins von diesen Chaser könnte ich nehmen. Oder zwei. Was haben wir hier noch? Der Bettlerprinz. Ach, guck mal. Ich wette, da ist irgendwas drinne, was man gebrauchen könnte. So. Schaut mal wieder vorbei. Ja, natürlich. Aber als erstes gucke ich mir die Bücher an. Und alle, die ich nicht gebrauchen kann. Ach, das habe ich schon genommen. Nein. Gut. Gut, damit kann ich auch nichts machen. Damit kann ich auch nichts machen. Super. Geschworenes Schwert.
Gut, damit kann ich auch nichts machen. Gut, das kommt wieder weg. Ich möchte mein Glück mit... Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Superschön. Verkaufen die Bücher wieder. So, Ettlerprinz, Mondmythos, Getzelhaften. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Bis Dummes weggeräumt. Dann sind wir mal weg. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, weil die Folge ist schon wieder 20 Minuten lang. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.